Moin Leute und willkommen zu einem weiteren Spieletest. Diesmal mit dem Game Amaze Double. Und das hat 154 Errungenschaften. Und wir gehen nur auf die Shopseite. Das Spiel ist wieder ein. Es ist wieder ein Labyrinthspiel, nur diesmal in Doppelpack. Das bedeutet, man muss zwei von dem Steuern und ja, das wird kompliziert. Diesmal kostet das Game 99 Cent, also knapp 1 Euro und wir wollen herausfinden, warum es so, ob es sich lohnt und also diesmal hat es 50 Levels Teleport, schöne Gems, wie die sagen, Achievements, Soundtrack wieder und ein farbenfrohe Art. Also wollen wir mal sehen, wie das anfängt. Okay. Den Ton kann ich mir angewöhnen. Sofort Errungenschaften, echt krass. Ich habe nicht was gemacht. Jetzt bin ich wieder. Oh, oder nicht? Ist nicht kompliziert, wie ich dachte. Nur etwas anderes. A182 Levels, ey. Die sind auch komisch geschrieben. Also, linke Seite. Und hier Keeper. Das ist ja ein einfaches Level. Es wird hier einfacher. Also, es wird immer einfacher, wenn man das schon mal gespielt hat. Der nächste Ball ist genau da. Vielleicht drei Achievements verteilt. Okay, der Ball ist hier. Das ist dort versteckt. Also ist nicht so schwer, wie ich dachte. Könnte ich locker sogar durchzocken. Aber nein, gut, es wird immer komplizierter.
aber ich finde den Weg. Aber auch diese Musik motiviert mich so richtig. So echt gemeint jetzt. Hey, was soll die Scheiße? Sieht immer komplizierter aus. Hey, das war's. Musik. Was? Jetzt kommt mein endgültiges Fazit. Also das Game ist toll. Aber für 1 Euro ist es schon mal etwas zu teuer. Wie die anderen Games für 79 Cent. Das wäre schon in Ordnung. Also das Game macht genau wie die anderen zwei, drei. Oh, ich weiß schon nicht mehr, wie viel ich von denen gezockt habe. Aber ich weiß nur, die zwei Vorgänger habe ich gerade gezockt und das Spiel macht wirklich Spaß. Also für Zeitvertreib oder knifflige Gedanken, wenn man gerade Stress hat, kann man auch gut das Game zocken. Das ist sehr interessant und macht auch viel Spaß. Und wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.